Wie viel? Das war schon mal sehr tüterig von oben. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich den Berserker da mitnehmen soll. Aber ich glaube, ich tue das jetzt einfach mal. Hallo, komm her. Ah, reiße und zerfetze, Junge. Reiße und zerfetze. Jetzt geht's hier hart ab. Komm her. Komm du auch her. Kommt alle her. Schnauze. Du bist auch ruhig. Der nächste? Hallo? 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 Hab ich dich gesehen? Ist auch weg. Was? Das war's. Mich dünkt, das war's. Okay. Das ging gut. Okay, da oben geht's hin. Wir müssen aber da unten hin. Ach Gott. Ja, ach, ich war doof. Okay, jetzt bin ich geliefert. Jetzt bin ich geliefert. Ja. Das hätte man früher wissen müssen. Das war doof. Ich dachte, wir müssen erstmal das nächste Tor durchschreiten, bevor wir dann... Neurales Hilfssicherheitsnetzwerk offline. Hallo? Komm. Da nichts mehr? Ach, jetzt kommt noch was. Meine zentralen Betriebssysteme sind jetzt verwundbar. Du solltest zuerst das Kühlsystem zerstören. Das wird die Destabilisierung beschleunigen. Natürlich. Ich hab nen Specki gesehen. Ich hab nen Specki gesehen. Schnauze. Ich hab leider keine Zeit für dich so richtig. Hallo, jetzt. Boah, Junge, die fressen auch immer mehr, ne? Hast du das Gefühl? Was ist das? Das war's. Haben wir da noch irgendwo Rüstung? Ich habe nichts Grünes verschwendet diesmal. Das hebe ich mir ein bisschen auf, weil die Waffe ist dann doch sehr, sehr mächtig. Als sie für solche Sachen dann wegzuverschwinden. Habe ich nicht gerade noch Schrotmuni gesehen? Ach, da unten. Wieder elegant dran vorbeigelaufen. Hallo. Und hier war, glaube ich, auch noch ein Schild. Haben wir noch mehr Schild? Irgendwo? Schild, 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 Schild. Hallo, Schild, 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 Schild. Da nicht. Ist hier noch irgendwas? Ja, ist nur ein bisschen, genau, ja. Siehst du, sag ich ja, wir gucken natürlich wieder alles mit, was nicht nagelfest ist, wie immer, da kommen wir nicht durch, weil haben wir einen zu breiten Rücken für, wir sind ziemlich gar mächtig. So, haben wir hier noch irgendwas, was gebräuchlich sein könnte, ein bisschen Schild noch, hallo, ein bisschen Schild, gar nicht Schild, nix Schild. Da ist eine Muni. Nö, nix Schild. Gut, dann. Boah, es ging aber. War jetzt nicht so schlimm, wie ich gedacht hätte. Ah, schön. Guck mal, alles grün, alles rot aufgeladen. Also die beiden Speziales-Waffes sind aufgeladen.
Das erfreute mich. Geraten Sie in ein Stufe 3 Dämonen-Eindämmungsereignis, bewahren Sie Ruhe. Ein Gefolgsmann der Stufe 3 würde nicht in Panik geraten und das sollten Sie auch nicht. Er geht da spazieren. Oh. Weg. Ich glaube, der hat gerade ein Schild aktiviert, oder? Natürlich hat er ein Schild aktiviert. Noch jemand? Nein? Gut. Halt. Ich weiß noch gar nicht, ob ich da hin will. Will ich da hin? Nö, eigentlich nicht. Eigentlich will ich da hin. Dämonen als Waffen. Für eine bessere Zukunft. Naja, das ist auf alle Fälle lohnenswert. Ich bin da ab. Da so hin. Weg. Ich höre ganz viel Gesocks hier. Ich weiß gar nicht, wo es herkommt. Was für ein Ding? Ach, blau. Ja, geh weg mit deinem blauen Sicherheitsfreigaben hier. Hallo, jetzt. Mach das. Geh doch. Blaue Sicherheitsfreigabe erforderlich. Wo kriegt denn blaue Sicherheitsgabe her? Schrei mal nicht so rum und. Blaue Tür. Okay, da muss ich wahrscheinlich sowieso hin. Oder da. Ich hab keine Ahnung. Ich muss wohl wieder nach oben. Außer es gibt hier irgendwo einen geheimen Geheimweg. Aber warte mal. Ich bin da. Da gibt es keinen geheimen Geheimweg. Zumindest sehe ich keinen. Und da komme ich auch nicht weiter. Dann geht es nach da unten. Aber da würde ich, glaube ich, durchkommen nach da. Boah, Alter, was ist denn da für eine voll lange Treppe, Alter? Voll übertrieben. Blaue Sicherheitsfreigabe erforderlich. Achso, wir sind Max. Ja, das mit der blauen Sicherheitsfreigabe. Im Gegensatz zu ihrem sonstigen Leben ist ihre Arbeit hier von Bedeutung. Ach, halt doch die Schnauze. Ah. Hallo? Aua! Lass mich! Jetzt lass mich doch mal in Ruhe, Junge. Was ist denn los mit dir? Boah, wie mir diese scheiß Viecher auf den Sack gehen, ne? Ich. Boah, jetzt kommt der auch schon. Boah! Nein! Ihr wollt mich auch alle verarschen, glaube ich, ne? Toll, ja, alles weg. Ja, alles weg. Leck mich doch im Arsch, ey. Hä? Sah das hier eben auch schon so aus? Wo muss ich? Da ist ein Durchgang. Dämonen als Waffen. Für eine bessere Zukunft. Ah, die Fresse, Junge. Ich höre Dinge. Schnauze. Was? Ich muss sagen, was habe ich getan? Was kommt jetzt?
Geraten Sie in ein Stufe 3 Dämonen-Eindämmungsereignis, bewahren Sie Ruhe. Ein Gefolgs von der Stufe 3 in die Panik geraten, das sollten Sie machen. Boah, ich dachte eigentlich jetzt irgendwie, das vorhin wäre das letzte Level gewesen, aber habe ich mich ein bisschen getäuscht. Das ist doch noch ein bisschen länger. Ich wollte eigentlich gar nicht so lange aufnehmen heute. So, das da haben wir jetzt, ne? Da hinten geht's noch runter. Ist hier jetzt noch irgendwas? Ja, aber ich weiß nicht, warum diese Granatpakete hier rumliegen. Kann ich mir wahrlich nicht erklären. Okay, 1, 2, 3. Ich muss da, glaube ich, runter, ne? Und da komme ich dann da, glaube ich, hin. Geraten Sie in eine Stufe 3 Dämonen-Eindämmungsereignis. Bewahren Sie Ruhe. Den da kann ich aufmachen. Aufzüge. Ich weiß gar nicht, ob ich das will. Wo gehen die denn hin? Ich glaube, nach ganz unten, oder? Muss ich? Schnauze. Mach auf hier. Da geht's auch nicht. Nein! Verdammt! Toll! Hier gibt's bestimmt gleich auf den Fresse, oder? Ach, natürlich! Mann! Gut reagiert. Bin ich gerade stolz auf mich. Hier muss ich dann hin. Kettensägenmuni. Toll, hier sind so viele Sachen, die ich normalerweise immer dringend brauche. Nur heute nicht. Aha, und jetzt? Ist da. Komme ich da? Nee, da ist nichts, ne? Nö. Ah, mach mal auf hier. Dämonen als Waffen für eine bessere Zukunft. Ja, jetzt bin ich da. Ich höre schon wieder. So. Boah, ey, diese scheiß Rambock-Viecher, ne? Diese Pinkies, ey. Boah, echt die schlimmsten von allen. Ohne Witz, die schlimmsten von allen. Du hast kein. Wobei doch, man kann die. Ja, schon wieder grüne Muni. Man kann die stoppen. Oh, er sieht blau aus. Ach, er ist der blaue Kickert-Mann. Dankeschön. Damit komme ich jetzt dahin. Und dann da. Aber hier hinten war auf. Warte. Ich erahne, was das ist. Halt. Ja. Le Grande Level de la Geheim. Da müssen wir mal ganz kurz den Hebel suchen. Nicht lange. Wäre natürlich immer mal wieder schön, wenn er direkt daneben wäre. Das wäre wahrlich ein Träumchen. Weil ich tatsächlich immer dreifzig mal dran vorbeilaufe, habe ich zumindest das Gefühl. Behaupte ich jetzt mal so. Wenn man hier doch schon wahrlich flink unterwegs ist. Boah, irgendwie tut mir gerade der Arsch weh. Ich weiß gar nicht, woher das kommt. Ich nehme noch gar nicht so lange auf. Entschuldigung, nicht aufregen. Easy going. Entschuldigung. Was ist das denn hier? Eine Kabeltrommel oder was? Guck mal, du siehst aus wie der Mechaniker. Also, na, ich bin der Mechaniker, aber wo hast du den Hebel hier hingekloppelt, Junge? Sag mal an.
hätte gesagt, das hier sieht hebelig aus, aber ist nicht. Vielleicht ist der auch hier drin. Gestattet. Habe ich den auch schon übersehen? Oder er ist hier drin? Gestattet. Ja, mach auf. Wer denn? Geh weg! Taucht der da einfach auf? Was ist denn los mit dem?